Wer dachte, Once Upon a Time in Hollywood wäre das große Comeback von Brad Pitt gewesen? Falsch. Das kommt nämlich erst jetzt. Seine Karriere ist nicht ad astra gelegt und er kommt auch so optisch gesund zurück wie zuletzt vor 20 Jahren gefühlt quasi mit einem Astra-Körper. Na, wenn diese beiden faden Wortspiele in diesem sehr mittelmäßigen Opening nicht Bock auf einen tatsächlich sehr spannenden Film gemacht haben, dann weiß ich es auch nicht. Ad Astra, zu den Sternen. Der Countdown läuft, Abschuss ab dem 19. September bei uns in den Kinos und wir gucken rein. Woran denkst du? Ich tue, was ich tue, wegen meines Vaters. Er war ein Held. Er gab sein Leben für die Suche nach neuem Wissen. Control, registriert ihr das? Over. Die Lateiner drehen mal wieder durch, endlich können sie klug scheißen und wissen mit ihrer ollen toten Sprache wieder was. Ad Astra bedeutet so viel wie zu den Sternen. Das Praktische ist, in Deutschland heißt dieser Film genau deshalb auch Ad Astra zu den Sternen. Ihr habt es gerade vielleicht schon im Trailer gesehen, beziehungsweise kann man es natürlich auch aus allen bisher erschienenen Filmfotos entnehmen. Brad Pitt fliegt ins und durchs All. Zeitlich wird das in diesem Film gar nicht näher definiert. Es ist in einer nahen Zukunft, sagt uns ein Hinweis direkt am Anfang. Schnell wird aber klar, boah, so nah ist diese Zukunft tatsächlich nicht. Zumindest wenn ich jetzt schon anfangen würde, den Film auf seine Logik auseinanderzunehmen. Das ist technisch, was da passiert, alles nämlich noch ganz schön utopisch. Es gibt so elektromagnetische Ströme, die aus dem All auf die Erde treffen und da so richtig was zerstören. Woher kommen diese Ströme? Gibt es Gründe dafür? Natürlich, sie gibt es. Und da kommt jetzt Brad Pitt ins Spiel. Er ist nämlich der Major Roy McBride. Ein total versierter Astronaut. Geheimauftrag für ihn, du machst jetzt Planetenhopping. Also so wie Touristen auf so Hop-on-Hop-off-Bussen, die durch Metropolen fahren. McBride wird erst zum Mond geschossen, von da aus zum Mars und von da aus soll es vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Sinn des Ganzen, er soll eine Botschaft ins All jagen. Und dann wird geguckt, kommt was zurück. Seit 16 Jahren taumelt nämlich irgendwo im All so eine Forschungsstation rum, die nach intelligentem Leben suchen soll, von der man aber eben seit sehr, sehr langer Zeit nichts mehr hört. Und vielleicht kennt ihr dieses Problem, es sind ja ganz alltägliche Sachen, mit denen man sich da im Film auseinandersetzt. Ich bin weiterhin fest entschlossen, die Mission vorschriftsmäßig abzuschließen. Science Fiction ist es also vom klassischsten Regisseur James Gray hat gesagt, für ihn ist das wie so eine Mischung aus Apocalypse Now und 2001. Dazu gibt es noch so ein bisschen intergalaktisches Wiedersehen bei Donald Sutherland, Tommy Lee Jones und Lauren Dean. Alle in diesem Film dabei. Und jetzt schon mal an euch so eine kleine Quizfrage. Aus welchem Film kennen wir sie noch zusammen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Zurück zu Ad Astra. Ad Astra ist nämlich tatsächlich ein merkwürdiger Film und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde, er ist es würdig, sich zu merken und jetzt nicht unbedingt, weil jetzt alles so wahnsinnig toll ist. Folgendes, dieser Film schafft es, ein Tempo an den Tag zu legen, das tatsächlich einfach keins ist. Da muss ich bei meiner Wortwahl auch wirklich aufpassen, weil ich finde ihn extrem träge, jetzt noch nicht mal wirklich zäh. Träge, weil er abgesehen von einigen wenigen Parts kaum wirkliche Action hat. Und das auch da im klassischsten Wortsinn, es gibt kaum größere Aktionen, sondern es ist ein so reduzierter und wirklich auf das Nötigste runtergebrochener Storystrang, dass es tatsächlich total auffällt, wenn man den Film guckt. Dazu kommt noch ein wirklich beachtlicher Score. Die Filmmusik ist total dumpf, als hätte man selbst so einen Astronautenhelm auf und auch sie sprengt sich in den seltensten Fällen so aus ihrem Muster raus. Warum auch, wenn jetzt auf der Leinwand kein großer Grund dazu besteht. Diese beiden Zutaten, also Musik und Tempo, die schaffen es aber schon mal einen wirklichen Teil zu dieser besonderen Atmosphäre in diesem Film beizutragen. Um mal kurz so einen Vergleich zu ziehen, letztes Jahr gab es ja First Man mit Ryan Gosling, den fand ich persönlich ja irrsinnig langweilig, Tempo auch echt ziemlich unten, Film bei mir eher so lala angekommen. Hier haben wir jetzt ähnliche Grundzutaten, die aber um einiges besser funktionieren. Warum? Weiß nicht, ich bin kein Filmwissenschaftler. Und das, obwohl auch hier ja eigentlich sich alles nur um einen Mann dreht.
Roy McBride, a.k.a. Brad Pitt. Ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber ich schätze jetzt mal so um die Minimum 90% der Zeit ist Brad Pitt zu sehen. Und je länger es dauert, umso häufiger dachte ich, ja Junge, genau deshalb warst du über Jahrzehnte der Megastar. Natürlich kann er das noch und als ob er auf diese Rolle warten musste, um es einfach nochmal allen zu beweisen. Es ist noch verdammt früh, irgendwie Prognosen zu starten, aber bei den Preisverleihungen im nächsten Jahr wird man hoffentlich Brads Leistung hier in Ad Astra nicht übersehen oder vergessen, das war wirklich schon verdammt gut. Es liegt daran, dass ihm diese Rollen einfach liegen. Roy McBride hat nämlich eine Qualifikation, die ihn für diesen Alt-Trip prädestiniert. Er hat seinen Puls im Griff. Ruhepuls liegt bei 45, er geht nie höher als 85 und genau diese Ruhe, diese innere Balance, die verkörpert Brad Pitt einfach total gut. Und der Film nimmt es eben auch in seiner gesamten Komposition auf. Es schwankt immer zwischen lahm und langsam, in häufigen Fällen tatsächlich in positiver Form, manchmal aber eben dann auch auf dieser sehr, sehr dünnen, wackeligen Linie, wo ich gedacht habe, ja, so ein bisschen flotter dürfte es jetzt tatsächlich schon gehen. In der Story verstecken sich nämlich dann doch so ein paar Schwächen. Die Grundidee mag ich. Planetenhopping, um sich immer weiter ins All vorzutasten. In der Story selbst ist das auch alles tatsächlich völlig glaubwürdig für mich, weil jetzt nie irgendwie groß in Frage gestellt wird oder nicht, ob das technisch überhaupt möglich sind. Da sind jetzt keine Neuerkundungen, es ist einfach so. Es bestehen höchstens Gefahren und das schießt dann halt auch beim Zuschauer im Kino den Puls jetzt nicht sonderlich nach oben. Ich erzähle jetzt auch gar nicht mehr allzu viel zu dieser Story. Auch die Vergleiche zu Gravity und Interstellar, die wird jetzt wahrscheinlich jeder automatisch ziehen, da brauchen wir auch gar nicht mehr so groß drüber reden. Ich fand es am Ende leider dann halt für einen Science-Fiction-Film zu wenig Botschaft und auch zu wenig erkennbaren Willen. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Filmen dieser Art ist es eben dann ein ganz persönliches Drama, das sich zwischen einigen Menschen, ich bleibe da mal vage, in der Story abspielt. Es geht nicht um den nächsten großen technischen Fortschritt, die nächste Errungenschaft, die bei diesem Trip jetzt erzielt werden soll und von dem alles abhängt. Das ist auf der einen Seite tatsächlich ganz erfrischend, weil eben der Schwerpunkt wirklich ganz woanders drauf liegt, aber es ist dann eben auch so dieses kleine bisschen on top, dieses kleine bisschen mehr, das mir fehlt. Warum genau macht er das jetzt und warum macht er dann das? Was sind so seine Entscheidungswege? Warum handeln die weiteren Figuren im Film so, wie sie eben handeln? Ich kann es jetzt gerade nur so umreißen, um euch jetzt nicht komplett alles zu verderben. Ihr werdet es hoffentlich selbst merken, wenn ihr euch diesen Film anguckt. Und dann ist da halt eben noch dieses bisschen Botschaft des Films. Und da auch in diesem Genre wird da ja sehr, sehr penibel drauf geachtet. Was ist die Botschaft? Völlig zu Recht. Hier wird es dann richtig klapperig und mir auch ein bisschen zu dünn. Die Metaphorik für diese Reise, diese Sinngebung hinter dieser geheimen Mission, die McBride irgendwann dann entdeckt und wo ihm klar wird, was er zu tun hat. Ja, das ist alles okay, aber es ist halt auch nichts, was mich komplett aus dem Sessel schießt. Brad Pitt erklärt das im Film sehr, sehr oft auch dann so über so Off-Kommentare, die an vielen Stellen einfach total drüber waren, weil sie dann auch in so einer sehr betroffenen Art und Weise eingehaucht werden. Aber es passt eben zu seinem Charakter und ich will mich daran jetzt auch wirklich gar nicht zu sehr aufhängen. Ich spiele ja gerne mit offenen Karten. Um mich rum hieß es nach dem Film an ein, zwei Stellen, ja schön, aber was genau sollte mir jetzt dieser fast 2,5 Stunden Film genau sagen? Und das wird sicherlich vielen so gehen und wird vielen so passieren. Mir ging es tatsächlich ähnlich, nur sind mir die emotionalen Stärken in diesem Film viel mehr hängen geblieben als diese Fragezeichen. Weil Ad Astra eben trotzdem ein wirklich faszinierender Film ist. Ich fand ihn zu keiner Sekunde irgendwie richtig doof, weil er atmosphärisch und stilistisch eben eine richtig gute Klammer und Grundlage bietet. Wenn ich das jetzt irgendwie komplett übertreiben wollen würde, dann schwebt man tatsächlich als Zuschauer so minimal über dem Boden, als ob man einem da wirklich so die Erdanziehungskraft entzogen hätte. Aber wie gesagt, das ist eine sehr vage Metaphorik. Visuell ist das ganz oft wirklich richtig stark. 90 Millionen Dollar Budget, da kann man halt schon richtig was mit anfangen, aber man muss natürlich auch die Taler wirklich sehr, sehr gut einplanen, weil es jetzt auch nicht die Übermasse an Kohle ist. Für dieses Budget sieht der Film echt beachtlich gut aus. Gute Sets, gute Ausstattung, die Visuals auf den einzelnen Planeten sind gut. In den Raketen und Raumschiffen ist die Atmosphäre, finde ich, sogar noch am besten im ganzen Film. Da ist schon echt viel Gelungenes bei. Absolutes Highlight, leider direkt der Anfang, der ist aber überragend geworden. Auf so einer Art Space-Antenne kommt es zu einem Unglück. Optisch, Lecco Fatty, Daumen hoch. Also und wirklich der Hammer, kurz drauf gerät Brad Pitt auch noch so ins Trudeln. Und wie das alles aufgemacht ist, dafür gebe ich gerne mein Geld an der Kinokasse aus.
Wie die Story es schon vormacht, es geht hier nicht drum, wer weiß, was für Neuerungen und spektakuläre Entwicklungen zu entdecken. Es geht darum, Vorhandenes solide zu nutzen. Es wird hier mit nichts auf die Kacke gehauen und nichts absolut Bahnbrechendes aufgetischt. Es ist einfach eine total angenehme Eigenschaft dieses Films, so wie ich es zumindest wahrgenommen habe. Natürlich stellt sich jetzt die große Frage wie immer, soll man da reingehen oder nicht? Und ich sage ja, vor allem Science-Fiction-Fans sollten es tun. Inhalt der Story und Botschaft des Ganzen können durchaus strittig sein. Und ja, es ist eine Mixtur aus vielen Vorgängern, aber an vielen, vielen Punkten zündet Ad Astra dann für mich wirklich komplett. Sei es der Look, sei es die Art der Erzählung oder sei es Brad Pitt plus den Rest Cast. Solltet ihr jetzt nicht so die Hardcore-Sci-Fi-Fans sein, dann würde ich fast behaupten, geht erst recht rein und gibt dem Ganzen tatsächlich eine Chance. Es ist nämlich, wenn man das mal so alles umdreht, halt auch ein sehr, sehr verdaulicher Film für dieses Genre. Man wird nicht überfordert. Es geht jetzt nicht um das große, total abgefahrene Besteck, was da in Sachen Sci-Fi ausgepackt wird. Am Ende ist es einfach ein Persönlichkeitsdrama, nur halt aber Millionen Kilometer von uns und über uns. Tragisch, aber immer ruhig. Man wird Ad Astra auf jeden Fall im Kopf behalten, finde ich. Immer mit diesem Sternchen obendran. So übermäßig viel an Botschaft war da jetzt eben nicht drin. Aber als Kinoerlebnis mochte ich es wirklich sehr. Und vor allem als Film, der endgültig Brad Pitt zurück in die A-Liga der Schauspieler gebracht hat. Bitte erläutern Sie den Zweck Ihrer Mission. Ihr geht jetzt hoffentlich ins Kino, guckt euch diesen Film an und dann meldet ihr euch, wie ihr die wild gewordenen Affen fandet. Das verstehe jetzt tatsächlich erstmal nur ich, weil ich den Film schon gesehen habe. Schreibt uns aber gerne alles Nötige und Überflüssige dazu in die Kommentare. Das war so ein What the fuck Moment in diesem Film. Eure Meinung zu Brad Pitt? Ist er wieder da? War er jemals für euch weg? Bin ich auch sehr gespannt drauf. Sagt uns gerne was dazu und abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal, damit ihr demnächst nichts mehr verpasst an Reviews und Specials. Danke, dass ihr zugeguckt habt und zugehört habt. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder bei einer der nächsten Reviews oder was auch immer auf diesem Kanal der Filmfabrik. Danke für die Aufmerksamkeit und ich sage mal wieder, tschüss.